Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tokaido. Genau zu Folge 1. Die letzte Folge war ja Folge 0, da war das Tutorial. Jetzt würde ich sagen, spielen wir unsere erste Runde alleine und zwar offline. Und zwar solo mit drei KI-Gegnern. Und zwar haben wir hier die ganzen Reisenden, die wir auswählen können. Hier kommen anscheinend nochmal welche dazu, die wir freispielen können. Ich weiß es nicht. Hiroshige. Wenn Hiroshige unterwegs an einem der drei Gasthäuser ankommt, nimmt er sich jeweils vor der Mahlzeit eine Panoramakarte seiner Wahl und hält die Punkte dafür sofort. Yoshiyasu? Bei jeder Begegnung zieht Yoshiyasu zwei Begegnungskarten und behält eine seiner Wahl. Sasayako kennen wir ja schon. Wenn Sasayako im Dorf mindestens zwei Andenkenkarten erwirbt, ist die preisgünstigste davon für sie kostenlos. Zenemon, den kennen wir auch schon. Zenemon kann einmal pro Dorf ein Andenken für eine Münze kaufen, statt den angehenden Preis zu zahlen. Hirotada. Jedes Mal, wenn er im Tempel anhält, kann Hirotada eine Münze aus dem Vorrat nehmen und im Tempel spenden. Dafür erhält er einen Punkt. Satsuki. Wenn sie bei einem Gasthaus ankommt, erhält Satsuki ein kostenloses Mahl. Sie kann entscheiden, stattdessen ein Mahl nach den üblichen Regeln zu kaufen. Okay. Kinko? Kinko will sein Gesicht nicht zeigen. Jede Mahlzeitenkarte, die Kinko erwirbt, kostet eine Münze weniger. Chubei. Wenn Chubei unterwegs an einem der drei Gasthäuser kommt, nimmt er sich jeweils vor der Mahlzeit eine Begegnungskarte seiner Wahl und führt sie sofort aus. Umegae. Umegae bekommt für jede gezogene Begegnungskarte einen Punkt und eine Münze. Mitsukuni. Mitsukuni bekommt für jede Karte heiße Quelle und für jede Erfolgskarte einen zusätzlichen Punkt. Okay, also wir können sozusagen aussuchen, wen wir spielen. Und ich würde sagen, nachdem wir das letzte Mal Sasayako gespielt haben, spielen wir jetzt jemand anderen. Und zwar den Hiroshige. Wenn Hiroshige, genau, mit den Panorama-Karten. Okay. Wir fangen mal an. Wir dürfen auch direkt nicht beginnen. Bin dran. Hier kann ich spenden, ne? Genau. Hier kann ich spenden. Aha. Ich spende mal eine von unseren drei Münzen, die wir haben. Ist natürlich jetzt schwer, mit so wenig Punkten anzufangen, ne? Der hat sich zwei Sachen gekauft. Dann hat sich direkt drei Sachen gesnackt. Zu den Reisfüttern wollte ich. Jetzt kommt der, da geht es zu den Quellen. Ich gehe auch zu den Quellen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, natürlich nicht mehr nochmal die gleichen doofen Fehler zu machen wie im Tutorial, einfach weiter zu klicken. Sondern es immer das nächste Feld zu nehmen. Oh, ich habe Affen gesehen, ich kriege drei Punkte. Sondern so lange wie möglich auf der Strecke zu bleiben. Nicht irgendwie fünf... Alter, ihr blöden Penner. Sondern nicht so gleich fünf Schritte vorauszugehen. Ich bin dran. Gehe ich arbeiten. Kriege ich wieder drei Münzen. Der geht auch arbeiten. Der geht zum Tempel. Ich hoffe, der geht jetzt nicht einkaufen. Nein. Sehr gut. Weil ich gehe jetzt zum Shop. Jo. Boah, ich hasse dich, du alter Mann. Boah, halt ihr Kacke. Oh, geh ich halt zum Tempel. Mhm. Der hat schon drei Münzen gespendet. Verarschst du mich? Alter, die sind ja viel, viel stärker als wie im Tutorial. Das ist ja gemein. Ich bin dran. Ja, ich gehe hier hin. Ich habe 1 von 5.
So, der geht jetzt entweder zur Quelle oder gleich direkt ins Gasthaus. Ja, das war mir klar. Das heißt, ich muss jetzt direkt ins Gasthaus gehen. Ich bin dran, jawohl. So, ins Gasthaus. Welche Panoramakarte möchtest du? Nachdem ich von da schon eine habe, nehme ich doch da gleich noch eine. Welches Mal will ich? Thai-Meshi. So. Der isst jetzt auch was? Nix. Der hat tatsächlich nichts gegessen. Alles klar. Der hat da... Dangi? Dango? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Entschuldigung. Der hat mir jetzt den Platz da geklaut. So eine Sau. Der hat 2 Münzen gespendet. Ich kann jetzt wieder für 3 Münzen arbeiten gehen. Ich bin dran, jawohl. Ich gehe jetzt auch hier arbeiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es da wirklich irgendwie Taktiken geht, mit dem, gibt, mit dem man dieses Spiel spielen kann. Die geht jetzt auch dahin. Und dann kann ich das Bergpanorama malen. Ich bin dran, ja. 1 von 4. Jawohl. Der kommt auch zu mir und malt. Kann ich denn da schon gucken? Also ich habe hier 2, der hat da 2. Der hat schon wieder 2 Münzen gespendet. Unfassbar. Nein! Oh Mann! Das ist doch unfair. Warum durfte der jetzt als erstes? Oh Mann. Ah, ich habe offen gesehen. 3 Punkte. Der hat auch offen gesehen. Der zieht sich jetzt das Bergpanorama rein. Jetzt lass bitte mich dran sein. Nein! Oh, warum? Das ist doch kacke. Ich bin dran. Ja, schön. Ich muss jetzt zum Job gehen. Kompeito. Geht das oder eine Uchiwa? Ach komm, wir nehmen was zu essen. Ja. Okay. So, das heißt, die anderen 2 verdienen keine 3 Münzen und müssen direkt ins Gasthaus gehen. Der isst Tofu. Alter, wie der abgeht. 32 Punkte. So, was ist der alte Mann? Nichts. Lol. Der isst irgendwie immer nichts. So. Ich nehme wieder so eine. Und natürlich Sushi. Okay, weiter geht's. Der gönnt sich das Reispanorama. Ah ja, der hat es jetzt fertig. Ich bin dran. Zum Shop bringt mir nicht viel. Ich gehe mal auf Begegnung. Hallo, ich habe eine... Hallo, ich bin ein Kuge. Ein Adeliger. Hier sind 3 Münzen für deine Reise. Oh, vielen Dank. Sehr nett. Dachte mir nämlich schon gerade, weil bestimmt danach das Arbeiten voll ist. Dass wir das nicht kriegen. So, der hat eine Tempelspende gekriegt. Ja, genau, der geht jetzt zum Arbeiten.
geht jetzt in die Berge. Der geht, schön, der geht jetzt auch in die Berge. Dabei blieb meine Option jetzt, also ist meine Option jetzt fort, da auch hinzugehen. So, gut, dann gehen wir halt in die Quellen. Vielleicht sehen wir Affen. Wir sehen Affen! Die haben halt hier das Wasser. Der nächste geht jetzt auch gleich zum Wasser. Selbstverständlich geht der dahin. Der geht jetzt zum Reisfeld. Nee, der geht zum Arbeiten. Lol. Also das Reisfeld brauche ich gerade nicht anfangen. Zumal es eh schon Tag 3 von 4 ist. Deswegen würde ich zum Tempel gehen. Ich habe immerhin 4 Münzen. Ich kann auch ein bisschen was spenden. Mhm. 7! Okay. Alter Übertreiber. Okay, der geht zu den Begegnungen. Da kann ich nochmal. Vielleicht geht da keiner hin, wenn ich Glück habe. Der geht zu mir. Der geht arbeiten. Keine Ahnung, warum der jetzt zweimal dran sein durfte. Ist unfair. Ich gehe jetzt hier hin. Ich glaube, ich habe dann das fertig, ne? Ne, 4 von 5. Und jetzt beim Essen kriege ich das letzte Ding. So, der geht zum Shop einkaufen. Der geht auch zum Shop einkaufen. Der muss logischerweise in die Gast... Ding, ich muss auch in die... ins Gasthaus. Jo, ich bin dran. Ich wähle das hier. Jawohl. Das hatte ich noch nicht. Yakitori. Oh, Yakitori. Yakitori ist so lecker. Der isst wieder nichts. Okay. Das war klar. Dass der in die Quellen geht. Der geht in den Tempel. Ich bin dran. Ich gehe nicht in den Tempel. Ich gehe hier hin. Hallo, ich bin ein Samurai. Mein Schwert und wird auch zum Sieg leiten. Hier sind 3 Punkte. Dankeschön. Sehr nett von dir. Der geht arbeiten. So, geht er hin, er geht zum Malen. Das bringt ihm nicht mehr viel, weil ich habe das Bild ja schon fertig. Ha, ha. Er geht auch zum Arbeiten. Gut, dann kann ich jetzt chillig. Vielleicht gibt es ja im Shop was für einen Punkt. Also für eine Münze. Krieg ich nochmal Münzen? Ich krieg keine Münzen mehr, ne? Ah, dann behalte ich mir das lieber. Dann gehe ich lieber hier hin. Die 3 Punkte oder die Begegnung? Ich glaube, ich nehme die... Genau, das wollte ich. Ich wollte nämlich 3 Münzen, damit ich mir nämlich am Ende noch was zu essen kaufen kann. Ach, Entschuldigung. Ich habe mein Handy nicht auf lautlos. Ultra professionell. Okay, da geht jetzt zu den Reisfeldern. Boah, du kleiner Arsch. Ich wollte mir auch noch was kaufen. Ach, Kacke.
Ja, hilft nichts. Sashimi. Das war doch Sashimi. Habe ich doch richtig gesehen. Kaufe ich mir jetzt. Genug. Halt. Nochmal anklicken. So. Jetzt müssen die anderen noch alle nachlaufen. Der holt sich das noch. Und das noch. Ich weiß nicht, ob es da auch Punkte gibt, je mehr Dinge man besucht hat. Aber ich glaube, wir haben erneut nicht gewonnen. Ich will es einmal erleben, dass ich das Spiel irgendwann mal gewinne. So. Jetzt sind wir alle da. Quasselstrippe ist er. Badegast bin ich. Lol. Gummi bin auch ich. Badegast ist auch er. Okay. Und Sammler ist auch er. Tempelspenden. Ich kriege immerhin noch 4. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind Dritter. Immerhin mit 69 Punkten. Das Spiel ist voll schwer und ich weiß immer noch nicht, auf welche Taktik man da gehen soll. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Genau. Jetzt würde ich mich schon wieder verabschieden. Das war schon wieder eine Folge mit Tokaido. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.